Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein ganz, ganz besonderes Thema für euch. Ich werde mit euch jetzt über Ayahuasca sprechen. Ich hatte jetzt meine erste Ceremony und da werde ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Aber vorweg werde ich das Video drei teilen. Ich werde im ersten Teil darüber sprechen, was Ayahuasca ist und es ein bisschen erklären. Dann im zweiten Teil werde ich die Ceremony im Allgemeinen einmal erklären. Dann gehe ich auf meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse ein. Und im dritten Teil kann ich es euch empfehlen, ja oder nein. Und ein paar Tipps für die ganz Interessierten. So, let's go. Was ist nun Ayahuasca? Ayahuasca ist eine spezielle Pflanze aus der Amazonas-Gegend. Und aus dieser Pflanze wird halt die Ayahuasca-Medizin gewonnen. Das wird... Also die Blätter von der Pflanze werden halt genommen mit teilweise gewissen Teilen des Stammes von dieser Pflanze. Und dies wird zusammen aufgekocht, in einer Art Sud wird daraus gemacht. Und dieses Getränk wird dann halt getrunken bzw. halt verabreicht. Teilweise wird auch eine Art Honig daraus gemacht, bzw. dieser kann dann halt fast gegessen werden. Und die Wirkweise von Ayahuasca ist halt eine... Erstmal rein psychedelische Wirkweise, die sich dann aber halt auch körperlich wieder ausdrücken kann, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Hauptsächlich ist die Pflanze halt, beziehungsweise halt auch die Anwendung halt in der Amazonas-Gegend, beziehungsweise in Südamerika beheimatet. Allerdings ist sie halt jetzt extrem populär geworden weltweit. Ich weiß auch über Freunde und Bekannte, dass es halt bis nach Sibirien diese Pflanze bzw. halt diese Mittel geschafft haben. Ja, das erstmal vorweg als kleine Erklärung zu Ayahuasca. Ich werde halt auch noch ein paar weitere Videos dazu verlinken, wenn ihr da auf ein paar weitere Recherchen und Videos Bock habt. Kommt alles noch in die Description einmal unten mit rein. Nun zum zweiten Teil, nämlich der Ceremony und meiner persönlichen Erfahrung. Also wie könnt ihr euch einmal so eine Zeremonie vorstellen? Ich beschreibe das jetzt einmal ganz, ganz grob. Achtung, Spoilerwarnung. Geil, dass ich sowas endlich mal sagen konnte. Also in der Regel findet so eine Zeremonie halt einfach so statt, dass es halt wirklich relativ weit weg von der Zivilisation ist, einfach um die mögliche Ablenkung von außen zu minimieren und dann halt in diesem geschützten Raum, in der Regel nah an der Natur dran, findet dann normalerweise eine Art, eine oder verschiedene Reinigungsrituale statt für den Geist und teilweise auch für den Körper, muss aber tatsächlich nicht zwangsweise sein. In der Regel gibt es dann halt noch einen Meister oder einen Schaman, der quasi die Zeremonie leitet und dann halt noch mehrere Helfer, die halt auch alle schon mehr, also dutzendfach bis noch, also die halt ganz, ganz viele Erfahrungen mit Ayahuasca gemacht haben und dich dadurch halt sehr, sehr gut durch den Prozess mit begleiten können. Dann, wird quasi halt eine Art Einleitungszeremonie in der Regel gemacht. Und dann wird das Ayahuasca quasi ausgeschenkt. Heißt, jeder bekommt normalerweise so ein Glas. Kannst aber auch, wenn du quasi damit vertraut schon bist, auch gerne nach einem zweiten Glas schon am Anfang fragen. Dann dauert es circa 30 bis 60 Minuten, bis das Ayahuasca quasi einsetzt von der Wirkweise. In dieser Zeit verbringst du dann entweder quasi die Zeit für dich alleine in Ruhe, in deinen Gedanken. Es kann aber auch sein, dass halt währenddessen schon Musik gespielt wird. Also genau, der Meister, wenn man jetzt der Meister der Zeremonie und seine Helfer, die sind in der Regel alle noch mit Musikinstrumenten gut bis sehr, sehr gut bewandert und spielen phasenweise in der Zeremonie halt dann Musik. Normalerweise nehmen halt auch alle von den Teilnehmern, also Teilnehmern und halt auch von den Begleitern Ayahuasca, um tatsächlich halt auch in den Prozess mit reinzugehen. Und tatsächlich ist das nicht hinderlich, weil sie halt sehr, sehr gut damit umgehen können und dann aber quasi im
selben Mut sind wie du und dadurch halt viel, viel besser auf dich eingehen können. Genau, und wenn dann halt die erste halbe Stunde oder Stunde um ist, geht es dann quasi normalerweise quasi zum zweiten Teil der Zeremonie über, wo dann halt wirklich jeder in dem Prozess drin ist. Und ja, da wird in der Regel halt dann ganz, ganz viel Musik gespielt oder halt auch Ruhephasen, je nachdem, was halt gerade das Richtige ist. Und ich sagte ja einmal, dass es halt eine psychedelische Wirkung hat, heißt, erst einmal findet es quasi halt im Geiste statt. Da sich dieses aber halt auch quasi widerspiegelt halt auf der körperlichen Ebene, ich sag mal Psychosomatik, wird es dann halt relativ oft vorkommen, dass dann halt Teilnehmer erbrechen, weil dann halt gewisse Reinigungsrituale auf der körperlichen Ebene stattfinden. Dieses ist nicht so schlimm oder ekelhaft, wie es im ersten Moment für vielleicht den westlichen Geist scheint, denn du bist halt wirklich extrem tief in deinem Prozess drin und kriegst es entweder A, gar nicht mit, oder B, es stört dich nicht, weil du halt weißt, was die andere Person durchmacht, weil du ja selber in diesem Prozess drin bist. Und dadurch hast du das totale Verständnis, Empathie dafür, was diese Person gerade durchmacht und denkst dir so, hey komm, raus damit, alles gut. Und es stört gar nicht, weil du teilweise halt selber mit deinem Eimerchen da sitzt. Und aber keine Sorge, ihr sitzt nicht die ganze Zeit da mit dem Eimer. Es ist halt in gewissen Phasen ist es mal da und mal nicht. Genau, da wäre vielleicht noch der perfekte Einschub. Ayahuasca gibt dir das, was du brauchst und nicht das, was du möchtest. Ganz, ganz wichtig. Deswegen kann es halt sein, dass deine Zeremonie komplett anders ist, beziehungsweise jede Zeremonie ist komplett anders wie die davor. Und ich kann dir halt jetzt nur einen ungefähren Leitfaden geben, deswegen halte ich jetzt halt auch die Zeremonie extrem allgemein. Und ja, dann nach einem gewissen Zeitfenster öffnet meistens dann der Schamane quasi nochmal die Möglichkeit, noch ein weiteres Glas Ayahuasca zu nehmen, um quasi den Prozess nochmal zu verstärken oder wieder da reinzugehen, wenn quasi die Medizin dir schon ausgereicht hat und du wieder aus dem Prozess rausgehst. Musst du natürlich nicht wahrnehmen, kannst du auch komplett sein lassen, wenn du halt weiter da drin bleiben möchtest. Dann gibt es oftmals, also das alles geht natürlich über mehrere Stunden, das kann halt von, diese ganzen Phasen können halt 6 Stunden dauern bis 12 Stunden oder länger oder halt über ein komplettes Retreat. Da gibt es komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann gibt es oftmals noch die Möglichkeit, zum Ende hin quasi von der zweiten Phase nochmal quasi Reinigungsrituale zu nutzen, um diesen körperlichen, geistigen Prozess noch weiter zu unterstützen. Also von Kambo oder halt dann gewissen Schnupftabak, der dann halt quasi noch verabreicht wird. Genau, diese Prozesse wären dann halt so die Zeremonie. Und dann quasi zum dritten Teil wird dann die Zeremonie langsam ausgeleitet. Heißt, dann wird auch kein Ayahuasca mehr verabreicht. Und ja, dann können halt Erfahrungen geteilt werden, Kritiken geäußert werden. Und ja, dann geht es quasi halt in so eine Art Gruppengemeinschaftsarbeit über. Dann wird in der Regel dann noch quasi aufgeräumt, getanzt, was gegessen. Ja, oder man legt sich danach hin oder darf dann quasi wieder nach Hause gehen, je nachdem wie früh oder wie spät es ist und wie der allgemeine Aufbau ist. Das quasi jetzt einmal dann zu der Zeremonie im Allgemeinen. Nächster Teil, nämlich meine persönlichen Erfahrungen. Wie ich ja schon sagte, Ayahuasca gibt dir das, was du brauchst und nicht das, was du haben möchtest. Ganz, ganz besonderes Ding und ich hatte da, sag ich mal, für mich persönlich das Glück, dass meine Erfahrungen sehr, sehr angenehm war. Das kann aber auch daran gelegen haben, ist nämlich dann der nächste Punkt, dass halt gesagt wird, dass wenn Ayahuasca dir etwas zeigen möchte, dich mitnehmen möchte, durch gewisse Phasen, dann gehe mit und kämpfe nicht gegen Ayahuasca an oder gegen diese Medizin. Weil sonst wird das halt extrem anstrengend. Und da habe ich mich persönlich halt
gut dran gehalten und ich bin nahezu ohne Kampf quasi halt immer da mit durchgegangen durch diese geistigen Prozesse oder seelischen, körperlichen Prozesse, je nachdem, was es halt für mich war. Und das hat es dann extrem angenehm für mich gestaltet. Und quasi dann noch der andere Punkt, also es war halt extrem, extrem cool. Also du siehst, oder ich so muss ich es ja ausdrücken, ich habe halt extrem viele Bilder und Farben gesehen. Also der Zeremonieraum war halt komplett dunkel, da standen zwei Kerzen rum. Und ich habe halt ganz, ganz viele Sachen quasi halt wahrgenommen, quasi halt im inneren Auge. Und du bewegst dich halt wirklich auf unterschiedlichen Welten und Ebenen, also halt auf der körperlichen, auf der seelischen, auf der mentalen Ebene und tatsächlich noch auf vielen weiteren Ebenen, die du vorher nicht für möglich gehalten hast, die aber alle da sind und extrem, extrem toll und hammermäßig. Und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass halt auch die Zeremonie für mich extrem angenehm war, dass ich viele Jahre schon meditiere und mich relativ gut auf meinen Atem fokussieren kann und dies auch bei der Zeremonie getan habe. Denn immer wenn ich quasi die Kontrolle verloren habe, beziehungsweise halt nicht mehr ganz Herr der Lage war, habe ich mich halt wieder auf meinen Atem fokussiert und konnte mich damit quasi halt aus schwereren Prozessen wieder rausholen. Und das war noch extrem hilfreich. So, dann jetzt nochmal so persönlich, was habe ich für mich jetzt verändert, beziehungsweise halt in der Zeremonie noch gemerkt. Also ich kann jetzt schon sagen, dass ich ein extrem starkes Bauchgefühl habe, beziehungsweise dass die Intuition bei mir nochmal deutlich, deutlich stärker und besser geworden ist. Ich kann direkt sagen, okay, das stimmt für mich, das stimmt nicht für mich, beziehungsweise halt bin für mich nochmal deutlich hellfühliger geworden. Plus, dass ich halt mich jetzt dank quasi der Ayahuasca-Erfahrung, weil diese auf extrem vielen unterschiedlichen Ebenen stattfindet, kann ich jetzt halt immer noch quasi zwischen den einzelnen Ebenen wechseln. Also wenn ich jetzt halt gerade über etwas nachgrübel, mir bereitet irgendetwas Sorgen, dann kann ich wirklich in einem Zug aus diesem Problem rausgehen, in die Metaebene gehen, darüber nachdenken oder auch nicht. Beziehungsweise ich kann halt zwischen einzelnen Ebenen jetzt extrem gut hin und her switchen, was extrem cool ist. Und dann der andere Punkt für mich persönlich war halt einfach noch, ich habe nicht viel Neues gelernt oder ich kann halt das, was ich vielleicht neu gelernt habe, kann ich jetzt gerade nicht mehr abrufen bzw. halt erklären. Allerdings, das, was ich alles schon wusste, das war quasi hier oben, also im Verstand. Diese Sachen habe ich jetzt für mich erfahren. Heißt, ich habe wirklich erkannt, okay, auf einer tiefen Ebene, dass diese Sachen, die ich schon wusste, dass diese genau die richtigen sind. Und jetzt habe ich quasi halt die Power von hier und vom Herzen, dass dies genau das Richtige ist. Das ist Mexiko, hier bellen permanent die Hunde. Dann, genau, die Verbindung. Also ich hatte halt während der Zeremonie wirklich extrem tiefe Verbindung zu mir, beziehungsweise ich konnte mich halt mit mir selbst unterhalten, mit meinem Körper, beziehungsweise halt dann mit dem Universum, mit Gott oder wie du es halt nennen möchtest. Ich konnte mich aber auch tatsächlich mit anderen Personen unterhalten, wenn ich es wollte oder halt auch einfach quasi die Personen halt sehen, beziehungsweise halt dann deren Aura und deren jetziges, aktuelles Empfinden konnte ich halt auch sehen und wahrnehmen, was extrem faszinierend war halt in der Zeremonie, was halt auch erklärte, warum da die Teilnehmer extrem feinfühlig und sensibel waren. Ich kann es aber tatsächlich jetzt halt immer noch besser Verbindung zu anderen Menschen herstellen und halt erkennen, wie es ihnen geht und was sie jetzt gerade brauchen. Und diese Ayahuasca-Zeremonie ist halt einfach nur nochmal unglaublich toll, weil du halt komplett diesen Ego-Schutzmauern, beziehungsweise halt all dieses, was du dir halt aufgebaut hast, was du glaubst, was du brauchst für dich und dein Leben und um glücklich zu sein, all diese Sachen fallen komplett weg.
alle Schutzmechanismen und du verbindest dich halt wirklich mit dem reinsten, höchsten Selbst von dir und hast da halt eine ganz, ganz klare Verbindung zu und weißt dadurch, okay, was brauche ich im Leben und was brauche ich nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und aufgrund dieser unglaublichen Erfahrung hast du halt einfach nochmal ein ganz, ganz gesteigertes Gefühl von Liebe, Mitgefühl, von Dankbarkeit, die halt auch extrem langanhaltend immer noch quasi nach der Zeremonie halt da sind. Und ja, das ist wirklich extrem großartig. Und jetzt möchte ich auch quasi damit den zweiten Teil beenden. Und dann jetzt in den dritten Teil einmal übergehen, nämlich zu der Empfehlung. Und kann ich es empfehlen? Ja, ich kann es definitiv empfehlen mit einem ganz, ganz großen Ausrufezeichen hinten dran. Nämlich genau aus der Erfahrung, die ich jetzt quasi als letztes geteilt hatte, aus dem Teil 2. Weil einfach die kompletten Ego-Schutzmauern gefallen gelassen werden. Du halt erkennst, was wirklich wichtig ist und nicht, was wichtig ist für dich in deinem Leben und für die Menschen im Allgemeinen, beziehungsweise halt in der aktuellen Umgebung, mit denen du halt gerade diese Zeremonie teilst. Und genau deswegen ist es halt so unglaublich toll, weil du halt quasi in das reinste, höchste Gefühl der Liebe mit diesem dich verbindest. Du hast wirklich, du hast nur ein wunderschönes Gefühl und löst aber halt auch gleichzeitig ganz, ganz viele negative Prozesse, beziehungsweise halt Sachen, die halt sich für dich negativ im Leben ausgewirkt haben, von denen du teilweise aber gar nicht wusstest, dass sie da waren oder sie hättest greifen können, auf und die halt einfach wirklich gehen, für immer. Es ist unglaublich heilsam und du kannst danach nie wieder so ein Arschloch sein, wie du es vielleicht mal warst, zu dir und zu anderen Menschen, zum Universum, sondern zu der Erde. Und tatsächlich kann ich jedem nur zustimmen, der sagt, dass Ayahuasca, also wenn jeder Mensch Ayahuasca gemacht hat oder hätte, wäre die Welt, auf der wir wären, eine viel, viel friedfertigere Welt. Kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also wenn du irgendwann, egal wo auf der Welt, die Möglichkeit einmal hast, Ayahuasca zu machen, mach es unbedingt. Es ist mindblowing, wirklich. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt erzählt habe in diesem Video, komplett verrückt sind. Und dennoch wirst du wissen, dass wenn die Zeit für dich soweit ist, dann mach es und habe den Mut und das Vertrauen, diesen Weg für dich zu gehen. Du wirst es nicht bereuen. Ich kenne niemanden, der sagt, dass es nicht seine Erfahrung war und dass er die Erfahrung bereut. Und jetzt quasi dann noch zum allerletzten Teil, nämlich den Tipps. Ich hatte nämlich mich relativ spontan dazu entschieden und hatte halt vergessen zu fragen, ob ich irgendwas brauche oder mitnehmen sollte, weil ich halt von Freunden wusste, dass halt in Deutschland bzw. in Europa oder in den Niederlanden, dass da in der Regel halt immer alles vor Ort ist. Ist hier in Mexiko natürlich anders. Deswegen frage unbedingt nach, ob du irgendwas mitnehmen sollst oder auch nicht. Was du aber halt auf jeden Fall mitnehmen solltest, wäre halt etwas zu essen. Am besten Obst oder halt unverarbeitete Lebensmittel. Falls du Hunger kriegen solltest nach dem Prozess, dann zu warme Kleidung kann man eh niemals mithaben. Wechselkleidung ist auch ratsam. Lieber haben als brauchen, dann am besten ein Handtuch bzw. Decken, Kissen, eine Yogamatte, falls du da was zum Ausrollen und zum Auslegen brauchst, auch extrem hilfreich. Und dann war es das im Endeffekt tatsächlich. Also ihr braucht nicht viel, halt einfach nur so all die Sachen, um quasi euren Raum, den ihr halt in dem Raum habt, möglichst bequem zu gestalten, beziehungsweise halt, dass ihr euch da wirklich fallen lassen könnt und halt dann nicht auf nacktem Boden diesen Prozess durchmachen müsst, wie ich es fast getan hätte. Und ja, zum Glück habe ich da halt die Sachen nochmal bekommen von ganz, ganz netten Menschen. Und ja,
Noch zuletzt werde ich euch noch den Kanal von dem wundervollen Ivan verlinken. Ein Mexikaner, der Ivan heißt, der die Zeremonie geleitet hat. Ganz, 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 ganz toller Mensch. Da werde ich ihn nochmal reinpacken. Und wenn ihr sonst Fragen habt oder nach einer Zeremonie sucht in Deutschland, Europa, Niederlanden, dann schreibt mich gerne an oder googelt es. Ihr werdet ganz tolle Menschen und Orte finden. Aber wenn ich euch helfen kann, bin ich gerne bei euch. Ich danke euch und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ich helfe euch gerne. Vielen lieben Dank.